Guten Tag, liebe Imkerfreunde. Oder Imker, die es noch werden wollen. So, wir haben letztes Mal zwei Schwächelinge zusammengeschmissen. Nämlich diese hier. Und man sieht, das Zweig ist gut am Fliegen. Ja, also fliegt eigentlich ganz gut. Kommt immer wieder welche mit Pollen nach Hause. Ja. Welche Königin ihr jetzt überlebt habt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich werde die Kiste jetzt auch nicht so doll auseinanderreißen. Aber seht selbst. Probier es erstmal ohne Anzug. Also jetzt ohne Gesichtsschutz. Und man sieht da, die Bienen hängen am Futter. Die ziehen die Futterwaben leer. Die leer sind, sind auch alle voll. Also die können auch drin bleiben. Die hängen da gut dran. Sind richtig schwer. Das ist richtig schön schwer. Mal gucken, wie voll die Kiste geworden ist. Bei Imker meinen, ja, ich mache alles scheiße, Kiste ist viel zu leer. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da sitzen Bienen, 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 da sitzen Bienen. Also insgesamt sind das hier, vorne sitzen Bienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wabengassen. 9 Wabengassen machen auch klein. Ah, geht. Kann richtig ein bisschen mehr Futter rein. Dafür haben sie ja diese Waben hier. Die sind noch ziemlich voll mit Futter. Mal weiter reingucken. So, aber nachgucken sollte man wirklich nur in Notfällen. Am besten die Bienen nicht mehr auseinanderreißen. Ich gucke jetzt nur rein, ob jetzt die Königin vorhanden ist. Hier ist auf jeden Fall Futter drin. Also sitzt ein bisschen hinten von hier vorne. Das ist nicht zu schwach. Futter. Ein bisschen auf jeden Fall. Butter. Da müssten zwei Königinnen drin sein, ja, aber ich glaube nicht, die haben schon entschieden. Eine Brutfläche. Schlüpfende Bienen. Da ist gleich, also auch viele junge Bienen. Stifte kann ich jetzt nicht erkennen. Butter. 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 Brut. Hier sind auch Stifte drauf, aber nur so ein paar, also hier ist ziemlich viel Futter drauf, Futter ohne Ende. Vielleicht kann man ja ein paar Stifte erkennen, warte mal. So, jetzt versuche ich euch zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man was erkennen kann. Noch zwei, doppelt so groß. Kann man Stifte erkennen? Ich hoffe es. Also Stifte sind da. Ist auf jeden Fall eine Königin vorhanden.
Ja. Ja. Die tragen auf jeden Fall was ein oder um. Königin sehe ich immer noch nicht. Kleine Bienen quetschen. Königin habe ich nicht gefunden. Macht aber nichts. Das ist egal. Das war bis jetzt nochmal Bienen, ich gucke jetzt nicht nach. Da ist nur Futter drauf. Da ist auch nur Futter drauf. So, macht aber nichts. Das war eine Kühl. Da ist auf jeden Fall eine da. Ja. Weiter reingucken tue ich jetzt nicht. Will ich noch nicht. Dann passen wir wieder da drauf. Vielleicht ist es ja auch hier oben. Was ich nicht glaube. Futterwaben. Also die sind aber umtragen. Ja. Ich habe sie angeritzt. Sind auf jeden Fall am Umtragen. War schon mal gut. So. Wir hatten vor ungefähr ein, zwei Wochen hatten wir eine Versammlung vom Imkerverein gehabt. Da sagte ein älterer Imker, Völker, die jetzt so auf 6-7 Waben sitzen, es sagen nicht am besten. Die Völker, die schaffen es locker über den Winter. Also jetzt die im Winter auf 6 Waben so sitzen. Die auf 6 Waben die Kugel haben. Das sind die früher die besten Völker, weil zu starke Völker, die leiden zu schnell Hunger und zu schwache Völker kommen nicht aus dem Quark. Also muss man so ein Mittelding finden, sagt er. Naja, ich hoffe, es klappt. Wollen wir mal gespannt sein, wie es wird. Mal die Windel an. Ein paar Milben sind drauf. Aber das haben sie jetzt alle. Also, sieht ganz gut aus. Einfach drin lassen, die olle Windel. Die Bienen fliegen echt gut. Die kommen auch mit gelben Pollen nach Hause. Gelber Pollen ist jetzt vom Senf oder vom Springkraut. Einige haben auch eine gelbe Schnute. Ja. Also fliegen tun sie auf jeden Fall besser wie vorher. Soll wohl was werden, glaube ich. So. Also auf jeden Fall eine Königin vorhanden, das ist gut. Welche weiß ich jetzt nicht, man muss es nicht finden, sobald man Stifte sieht, die schön gerade sind in der Zelle. Vielleicht habt ihr sie ja gesehen. Das ist schon ein gutes Zeichen, da ist auf jeden Fall eine da. Jetzt ist der 18. Oktober, jetzt am besten die Völker nicht mehr auseinanderreißen. Ne? Nur wenn es wirklich muss. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen, der Eingriff. Man hätte auch warten können bis zum Frühjahr. Die machen das schon. Die leben ja schon viel länger auf der Erde wie der Mensch. Also, ich hoffe, es wird alles gut. Die überschaffen es im Winter. Schreibt eure Meinung wieder in die Kommentare. Eure Meinung ist auch wichtig. Also, sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.